Ihnen Einzelnen hier und Ihnen Einzelnen da draußen und Ihnen Einzelnen da an den Kameras zu Hause persönlich mal in die Augen schauen. Ich habe eben gehört, als ich über den Impfstoff gesprochen habe, dass der Immunitätsausweis kommen wird, dass der Impfstoff kommen wird, da gab es Rufe mit mir nicht. Was gedenken Sie zu tun, wenn es soweit ist? Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht? Was werden Sie, jeder Einzelne von Ihnen, tun, wenn der Tag kommt? Und der Tag wird kommen. Machen Sie sich schon jetzt einmal Gedanken. Es geht um Sie, es geht aber bei mir beispielsweise auch um meine Kinder. Die werden sagen, wenn ihre Kinder in die Schule müssen, und es besteht Schulpflicht, müssen ihre Kinder geimpft sein. Sie müssen eine Immunität nachweisen, sonst können sie nicht in die Schule. Wenn ich mich dagegen wehren werde, weiß ich, was der nächste Schritt sein wird. Es wird die Rede von Kindeswohlgefährdung die Rede sein, dass ich meine Kinder nicht impfen lasse. Und dann wird das Jugendamt eingeschaltet werden und es geht so weit, bis man mir vielleicht die Kinder wegnehmen wird. Was werde ich tun? Zu was bin ich bereit, für meine Rechte einzutreten und das, was man mir und meinen Kindern an Gewalt antun wird? Denn es ist Gewalt. Es ist auch jetzt schon Gewalt, was man den Menschen antut. Es ist Gewalt, wenn Menschen aus angeblicher Solidarität nicht operiert werden. 2,5 Millionen Menschen alleine wurden nicht operiert in den Monaten am März und April. Das ist Gewalt. Die Pflegestufen wurden heruntergesetzt, die Pflegeintensität. Man geht davon aus, dass allein dadurch rund 3.500 Menschen verstorben sind, weil die Pflege nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Das ist Gewalt. Wenn man ihnen die Arbeit nimmt, wenn sie arbeitslos werden, wenn sie kein Geld mehr haben, wenn sie nicht wissen, wie soll ich meine Miete bezahlen, wie soll ich meine Kredite tilgen, wie soll das mit dem Haus funktionieren, wie soll ich meine Familie ernähren, dann ist das Gewalt. Sie haben das nicht zu verantworten. Das ist Gewalt von außen. Gewalt des Staates, dieser Regierung gegen seine Bevölkerung. Und wir stehen hier und wir sagen Stopp bis hierhin und nicht weiter. Hört auf damit, sagen wir. Wir greifen nicht an, wir werden angegriffen. Und wir bitten darum, dass das aufhört, aber es hört nicht auf. Und es wird nicht aufhören. Und darüber muss sich jeder hier im Klaren sein. Es wird nicht aufhören, sonst hätte es längst aufgehört. Das ist Gewalt gegen das eigene Volk. Und jetzt frage ich jeden Einzelnen von Ihnen, zu was sind Sie bereit, Ihre Verantwortung zu übernehmen, für die Freiheit einzustehen, für Ihre Rechte, für die Rechte Ihrer Familie, für die Rechte Ihrer Kinder, für die Rechte Ihrer Eltern, Ihrer Großeltern? Wie weit sind Sie bereit, dafür zu gehen? Hand hoch, wer von Ihnen glaubt? Wer von Ihnen glaubt, dass er sich so da noch irgendwie durchwurschteln kann? Dass das schon alles nicht irgendwie so schlimm werden wird? Hand hoch, wer glaubt das? Ein Ehrlicher ist da. Ein Ehrlicher, zwei Ehrliche. Und bei den Resten würde ich mal fragen, sind Sie ehrlich? Glauben Sie das wirklich? Glauben Sie wirklich, dass Sie sich da noch so irgendwie durchwurschteln können? Ich sage Ihnen nein. Das werden Sie nicht können. Es gibt eine Lösung. Aber diese Lösung heißt, dass es für alles eine Zeit gibt. Es gibt eine Zeit der Diplomatie. Es gibt eine Zeit des Miteinanderredens. Eine Zeit des Umarmens. Aber es gibt eine Zeit der Notwehr. Wenn ich angegriffen werde, permanent, mir und meiner Familie permanent Gewalt angetan wird, wenn ich in meiner Existenz vernichtet werde und ich kann nichts dafür, ich tue alles, damit das nicht passiert, aber diese Gewalt geht weiter fort. Ich bezahle seit jetzt mittlerweile 35 Jahren Steuern. Ich bin immer meinen Pflichten nachgekommen.
Ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen, bin ich gewalttätig geworden, bin ich vorbestraft, bin gar nichts. Und jetzt tut mir dieser Staat, diese Regierung, diese Gewalt an. Mit mir nicht. Mit mir nicht. Und wir müssen uns vereinen. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie das alleine zu Hause für sich regeln können. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie das mit Facebook und was auch immer regeln können. Glauben Sie bloß nicht, dass wenn das Jugendamt vor der Tür steht, Ihnen die Kinder abzuholen, dass es ausreicht, wenn Sie die ins Auto setzen und abhauen. Das reicht alles nicht. Wir müssen uns zusammenschließen und wir müssen dieser Regierung klar machen, dass wir keine Schafe sind, die sich zur Schlachtbank führen lassen. Dass wir wehrhaft sind. Dass wir ein Selbstbewusstsein haben. Dass man uns nicht unser Rückgrat brechen kann. Unser Selbstverständnis. Wir sind friedlich, wir wollen das nicht. Aber einem Attentäter, einem Angreifer muss ich klar machen, dass ich bereit bin, mich in Notwehr zur Wehr zu setzen. Und darum geht es.